Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Mit ein paar Neuigkeiten. Direkt ohne irgendwelche Kameratricks oder Videotricks. Einfach mit den Neuigkeiten. Neues Event. Oder was heißt Event? Auf jeden Fall Neuigkeiten zu Pokémon Go. Und zwar ein paar echt interessante Sachen. Es gibt zwei Sachen erstmal. Erstens, das Event in Chicago hat ein paar coole Sachen. Aber jetzt die Neuigkeit ist, dass die Sachen in Chicago und was die dort machen, mit allen Trainern aus der ganzen Welt in Verbindung steht. Und zwar, wann findet Chicago statt? Am 22. Juli. Am Samstag, 22. Juli. Und jetzt haben die hier angekündigt, dass ausgehend davon, was die Spieler in Chicago fangen werden, es sozusagen ein Event für die Spieler weltweit gibt. Und zwar gibt es sogenannte Challenge Windows, drei Stück. Hier steht es 11 Uhr bis 11.30 Uhr, 12 Uhr bis 12.30 Uhr und 3 Uhr bis 3.30 Uhr. Und ausgehend davon, wie viele Pokémon von welcher Sorte die in dieser Zeitspanne fangen, dementsprechend gibt es ein Bonus, ein Event sozusagen. Da steht's, könnt ihr sehen, werde ich hoffentlich einblenden. Feuer ist also Candy Bonus, mehr Bonbons. Wasser ist mehr EP. Pflanze ist mehr Sternenstaub. Richtig saftig. Elektro ist weniger Distanz für die Eier, was mich absolut gar nicht juckt. Gestein ist weniger Distanz für Buddy-Pokémon, was mich auch überhaupt nicht juckt. Und Normal-Pokémon ist Encounter-Rate-Bonus. Ich habe gerade keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich werden die leichter zu fangen sein, Encounter-Rate-Bonus. Auf jeden Fall juckt mich das auch nicht. Und ausgehend davon, welche Medaille die schaffen, Bronze, Silber oder Gold, so lange wird das Event dauern. Oh ne. Bei Gold ist was anderes. Also bei Bronze wird der Bonus 24 Stunden dauern, was nicht wirklich viel ist. Obwohl 24 Stunden durchzocken reicht schon. Bei Silber 48 Stunden, also 2 Tage durchzocken. Und bei Gold wird irgendeine Mystery Challenge freigeschaltet. Echt keine Ahnung, was diese Mystery Challenge ist. Aber die wird dann um 6 bis 7 Uhr stattfinden. Also ich nehme mal an, es sind so viele, es ist ausverkauft. Die werden locker auf Gold kommen, also. Bin gespannt, was diese Mystery Challenge ist. Der zweite Teil der Neuigkeit ist, dass es sogenannte Safari-Zonen gibt, Safari-Zonen-Events in Europa. 5. August in Dänemark und Prag. Prag ist relativ nah an München. Da fahren wir vielleicht vorbei. Ich kann noch nicht sagen, ob es sicher ist. August, 12. August, Schweden und Niederlande. Das wahrscheinlich nicht. Und dann 16. September in Oberhausen. Das ist ein ziemlich großer Zeitunterschied. Über einen Monat, also auf blöd fahren wir echt zu beiden Sachen, nach Prag und nach Oberhausen, dann Frankreich und Spanien selber Tag, also auf jeden Fall Oberhausen, sehr wahrscheinlich auch Prag, versucht bei beiden dabei zu sein. Und was gibt's dort? Jetzt kommt das Krasse, regionale Pokémon, so wie ich das verstanden habe. Da steht Pokémon, die in Europa bisher nicht begegnet worden sind, also regionale, was echt krass ist. Was mich aber auch traurig macht, weil ich fand die Idee eigentlich immer echt cool. Aber da war ich wahrscheinlich in der Minderheit. Die meisten wollen einfach alles komplett haben und waren auch bereit, ihre Accounts wegzugeben oder anderen zu geben, dass die Regionale für die mitfangen. Ich wollte das immer selber machen, aber so. Auf jeden Fall eine gute Gelegenheit. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass jetzt Regionale abgeschafft wurden. Dass man jetzt die Gelegenheit bekommt, die verschiedenen Pokémon zu fangen, ohne die verschiedenen Kontinente zu bereisen. Findet ihr das gut oder findet ihr das schlecht? Ich finde es beides sowohl gut wie auch schlecht. Freut mich natürlich, dass ich die jetzt in den Pokédex bekommen werde. Höchstwahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen schade. Da steht dann noch ein bisschen was zu Outbreak Japan, aber das ist irrelevant für uns. Also kurz zusammengefasst. Chicago Event am 22. Juli. Und ausgehend davon, was die dort machen, betrifft es die ganze Welt, alle Spieler. Mit der Möglichkeit auf mehr Bonbons, mehr EP, mehr Stardust. Und drei anderen Sachen, die irrelevant sind. Und noch eine Möglichkeit ist, eine Mystery Challenge zu unlocken. Was das ist, weiß man echt nicht. Man hat gemunkelt, dass dort die Legendären endlich kommen werden. Es könnte sein, dass diese Mystery Challenge was mit den Legendären zu tun hat. Aber in 10 Tagen wissen wir mehr davon. Und das zweite Thema war die Safari-Zone. Ich schaue in Prag vielleicht vorbei. Ich schaue vielleicht in Oberhausen vorbei. Und dort gibt es dann regionale Pokémon zu fangen. Ich bin echt gespannt. Aber das war's. Echt nur eine Neuigkeit. Video zwischendurch. Die Nachricht, die Neuigkeit kam gerade rein. Schnell wie möglich das Video für euch. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet.
Werdet ihr vorbeischauen in Oberhausen? Wenn ja, dann werden wir uns dort sehen. Und schreibt rein, wie ihr das findet, dass Regionale abgeschafft werden. Und für welchen Bonus hofft ihr, dass der freigeschaltet wird? Was wollt ihr sehen? Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon und CS Business.